Hi, meine lieben großen Freunde, willkommen zurück zur dritten Folge von Resident Evil. So, letztes Mal haben wir uns ja die Schrotflinte geholt. So viel weiß ich noch. Und jetzt, nee, das. Warte, was ist das denn hier? Betäubungsgewehr, also es ist so ein. Nennt man denn das, ja. Vergessen. So ein Taser, wie man dazu sagt. Wir müssen aber mal ganz kurz hier das hier wieder zurücklegen. Und wir hatten doch, glaube ich, schon Munition. Ja, die nehmen wir mal mit. Und jetzt muss ich mal kurz überlegen, was wir jetzt machen. Karte. Hier in dem Bereich sind wir fertig. Da oben war die Tür zu. Unten ist das Uhrenrätsel. Das können wir, glaube ich, auch noch nicht lösen. Da oben rechts. Das ist der Balkon gewesen, ne? Glaube ich, mit dem. Da bei der Treppe waren wir noch nicht. Oben rechts, da wo so ein komischer Weg hochführt. Sind auch Warnungen, das ist schlecht. Warte mal. Ja, bitte. Dann nehme ich mal ein Erste-Hilfe-Spray mit. So. Dann gehen wir erstmal raus. Gucken uns ja erstmal noch ein bisschen weiter um. Der steht ja Gott sei Dank nicht wieder auf. Muss ich mal kurz überlegen, wie ich da. Na, Quatsch. Wie ich da am besten hinkomme zurück. Weil hier war die Tür zu, ne? Die kriegen wir ja nicht auf. Die ist offen, weil die andere war, glaube ich, zu. So, ja, hier war Benzin. Okay, gut. Hier war aber alles fertig im Raum, ne? Ja. Was braucht man zum für einen Schlüssel für die Tür? Da war die bloß von der anderen Seite verschlossen. Ich weiß es nicht genau. Bei einer Tür brauchten wir einen Türknauf. Das weiß ich noch. Rüstungssymbol. Okay, den haben wir ab. Dann bleibt uns ja nur noch die Treppe zurück. So. Ja, sorry, dass ich mal auf die Karte gucken muss. Geradezu. Im Gang ist auch noch was. Was wir nicht mitgenommen haben, scheinbar. Ich weiß nur nicht genau, was. Rechts und links. Hier ist ja bloß dieser komische Stuhl. Hier waren die Kräuter. So, die nehmen wir mal mit. Ja, bitte. Ja, aber dass es schon mal aus dem Gang weg ist. So. Dann müssten wir hier im Gang alles fertig haben, genau. Und hier müsste eine Treppe kommen, ne? Wo geht's denn da hin? Nach oben. Achso, die Tür war verschlossen. Habe ich da schon geguckt? Sorry, ich muss nochmal nachschauen. Schon ein paar Tage her, dass ich gespielt habe. Achso, da brauchen wir den einen Schlüssel. Zum Austauschen auch noch. Den haben wir noch nicht. Das kann ich mir bestimmt fürs nächste Mal merken. Dieser Schlüssel, der ist denn hier zum Austauschen. Okay, jetzt gehen wir erstmal wieder den Gang zurück. Hier waren auch noch verschlossene Türen. Die waren von der anderen Seite verschlossen. Und hier konnten wir durch. Dann gehen wir hier erstmal rein.
Und gehen mal nach links. Das ist so eine graue Tür, die habe ich scheinbar noch nicht geöffnet. Wir gehen mal da drüber jetzt. Gucken mal, ob wir die graue Tür aufkriegen. Weil da waren wir scheinbar noch nicht. Scheint irgendwie so ein Durchgang zum anderen Flur zu sein. Der scheint endgültig tot zu sein, Gott sei Dank. Ja. Durch die große Tür. Jetzt kommt, glaube ich, dass heute schon wieder Freitag ist. So, auf die andere Seite. So. Denn hier rein den Weg folgen. Da klopft unten zu mir in die Tür. Hier ist die Mitteltür, die war. So. Jetzt können wir rechts rein oder geradeaus. Hier. Hier ist noch eine Tür, die wir wohl nicht geöffnet haben. Da waren wir noch nicht drin. Mal gucken, was uns da erwartet. Ich bin mal gespannt. Oh, hier liegt was. Oh, eine Hundepfeife. Ich weiß, wofür wir die bauen. Zerknülltes Memo. Heute wies mich Sir Spencer an, etwas so zu verstecken, dass niemand es finden würde. Nun, ich hatte da eine Idee. Ich dachte mir, wenn ich es durch ein gefährliches Tier schütze, wie etwa den bissigen Hund, der hier wohnt, kann niemand herankommen. Soweit ich weiß, lauert der Hund immer auf dem Balkon im ersten Stock an der Westseite der Terrasse und er hört auf die Hundepfeife. Und jetzt kommen sie ins Spiel. Wir sind der Einzige, der an diesen verfluchten Hund herankommen kann, ohne zerfleischt zu werden. Nur Sie können ihm das Halsband anlegen. Das Objekt, das Sir Spencer versteckt haben will, ist darin verborgen. Ich kann diese Aufgabe nur Ihnen anvertrauen. Natürlich sollen Sie einen gerechten Lohn dafür erhalten. Es gibt ein Objekt, das Sie schon immer haben wollten, nicht wahr? Im Gegenzug für Ihre Hilfe könnte ich es für Sie beschaffen. Das wäre für uns von Vorteil. John Thurman. Mir ist übrigens aufgefallen im ersten Part, dass der Text bei euch so riesengroß ist, dass ihr den fast nicht lesen könnt. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Bei mir sieht der ganz normal aus. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe ganz normal mein Bild 1920 mit 1080. Kann natürlich an der Breitbildeinstellung liegen. Oder ich müsste es auf 1024 umstellen, weiß ich nicht genau. Ich hoffe, es hat euch nicht allzu sehr gestört. Ein offenes Tagebuch. Die Seiten sind leer. Bücher über die Völker der Erde. Hier ist was. Also ist das Tagebuch, ne? Nee. Ein Feuerzeug. Oh mein Gott. Wir haben natürlich keinen Platz. So, Feuerzeug finden wir da oben. Na gut, das kann ich bemerken. So schlimm. Aber hier ist noch eine Tür. Die müsste zum anderen Gang führen. Laut Karte. Oh Gott. Stirbt da einfach. So, jetzt muss ich mal kurz schauen. Das war der Raum, wo wir noch nicht waren. Okay. Die Treppe führt wieder nach unten. Dann wollte ich mal gucken. Da ist auch so ein grauer Gang. Wir gehen mal nach unten. Ist auch noch ein Safe Room. Moment mal. Da gehen wir mal kurz rein. Und bringen mal ein paar Sachen ab. Wir brauchen unbedingt Platz im Inventar, das geht so nicht. So. So, und zwar kann das hier einmal weg. Das brauchen wir nicht so oft. So. Die Hundepfeife nehmen wir mit, dafür bekommen wir gleich was. So.
Irgendwie müssen wir jetzt hier durchgehen. Geht, glaube ich, die Tür nicht mehr. Aber es ist mir gerade wurscht. Wir wissen, was bei dem grauen Hintergrund ist. Ja. Ist mir egal, komm. Dann gehe ich einen anderen Weg. Ist nicht so schlimm. Kann sich ändern. So. Jetzt rechts rum. Oder auch nicht. Alter, hab ich mich gerade erschrocken. So weiter an der Ecke rum. Hier. Da war ich noch nicht drin. Da möchte ich mich auch gerne noch umsehen. Oh Gott. Sind da bestimmt wieder Hunde unterwegs. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Jetzt geht's mal los, du Mistvieh. Loslassen! Ich hasse diese Dreckstüllen. Oh, sie hat das Messer benutzt. Das ist schön. Sieht es meine Gesundheit aus? Ja, Knopf. Noch gut, okay. In der Einbuchtung steht geschrieben, der Schänder des verfluchten Sarges. Also dann müssen wir was einsetzen, sonst geht die Tür nicht auf. Okay, gut. Ja, ist gut, Jill. Muss nicht zweimal machen, bin ich doof. So. Dann gehen wir jetzt mal zu dem Balkon und benutzen die wunderschöne Hundepfeife. Und werden den Hunden schön Schrot in den Arsch pfeffern. Oh, was ist das? Oh! Oh, ihr blöden Zombie, bleibt doch mal liegen, ey. Ich hab mich gerade erschrocken. So. Oh Gott. Ich erschrecke mich eigentlich kaum bei Resident Evil, aber da habe ich mich jetzt doch ganz schön erschrocken. Jetzt gehen wir außen rum. Der Balkon ist im ersten Stock. Sonst muss man den ganzen Weg folgen hier. Ist hier richtig? Ja. Nee. Hier wollte ich lang, ne? Ja. Nein. Hier wollten wir lang durch die Tür, ne? Ja, perfekt. Okay. Uiuiui. Ich glaube, bei den Hunden ist wirklich eine Schrot besser. Habe ich so das Gefühl. Ich hoffe, jetzt kommt nicht noch einer von diesen Kötern. Ich liebe Hunde über alles, aber die Hunde bei Resident Evil sind der allerletzte Rotz. Ich hasse sie. So. Die sind wirklich der wahre Albtraum. Deswegen werde ich auch gleich an die Schrot ausrüsten. So, müssen wir nach oben gehen. So. Müsste der Balkon gewesen sein, glaube ich. Jetzt hier rein durch die große. Wir können die kleine Tür nehmen. Ist das überhaupt ein Balkon? Ich hoffe mal. Ja. Und es ist auch der Balkon, den ich meine. Das ist sehr schön. Ich stelle mich mal kurz hier so hin. Na, dann wollen wir mal benutzen, die Pfeife. Sie haben die Hundepfeife geblasen, ja. Oh, Mistviecher. Mann, wieso kann ich denn nur einmal hintereinander schießen? Lass mich los, du Mistvieh. Geh weg. Ich glaube, das waren alle Hunde. Meine Gesundheit, Warnung, ich lasse noch so schnell
Werde ich jetzt, brauchen wir noch nicht kombinieren. So schnell werde ich jetzt, nicht, Heilung suchen. Halsband mitnehmen, ja bitte unbedingt. So, und jetzt gucken wir uns das Halsband mal ganz genau an. Prüfen. Das Entscheider betätigen, ja bitte. Aha. Eine Münze war im Halsband verborgen. Das ist aber keine Münze. Ein Schlüssel! Sie haben die Form eines Schlüssels angenommen. Das ist nämlich der Ritterschlüssel. Was? Schlüsselimitation. Ah, kommt der vielleicht, Imitation. Ich glaube, ich weiß, wo der vielleicht hinkommt. Oh shit, wo war denn das jetzt? Dazu müssen wir unten lang, glaube ich. Schande über mein Haupt. Ach du Heilige. Habe ich das wieder vergessen? Da, wo ich vorhin drinne war. Der Raum. Wo, Moment mal. Jetzt gucke ich mal kurz hier oben lang. Muss ein Raum sein, der auf jeden Fall rot ist. Ist das nicht rechts, dieser komische Umrandungsraum da, dieser Runde? Der eine Raum, wo man reingeht, wo die Falle war mit dem Schlüssel. Da muss man das, glaube ich, austauschen. Hier ist alles grün. Könnte wirklich da hinten gewesen sein, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Peinlich, echt peinlich. Geht erstmal wieder rein. Ja, bitte. Was ich nicht brauche, kommt weg. Vielleicht wäre mehr Platz. Das ist gut. So. Oh je, der einzige rote Raum, der hier unten aus ist, der da rechts. War eins höher, ist hier eigentlich alles in Ordnung? Nein. Ich glaube, ich muss doch in den ersten Stock. Oh je. So. Hier rein. Oh Gott. Ich werde immer nervös, wenn ich nervös werde, weiß ich die Wege nicht mehr. So. Weg erstmal folgen. Ich glaube, wir sind aber falsch, ne? War doch unten, oder? Das war doch wieder doch unten, oder? Wo der Spiegel und so alles war. Wo ich gesagt habe, glaube ich, in dem Gang, ich nehme schon mal die Pflanzen mit. Was ist denn hier noch zu finden? Eine Pflanze. Da
aber danach sowieso nochmal in so einen Speicherraum kommen. Mit Sicherheit nehmen wir das jetzt mal mit. Oder pass auf, wir können ja. Ich weiß, man macht das nicht. Ich weiß auch nicht, ob das hier überhaupt geht. So. Ausnahmsweise, ich weiß, man macht das normalerweise nicht, aber ich mach's jetzt einfach mal. Jetzt sind wir aber hier durch, ne? Ja. So. Das war ein etwas längerer Gang, wo eine rote verschlossene Tür am Ende ist. Ah, wo zur Hölle war das nochmal? War das doch unten? Oh Gott, ich bin so schlecht, ich weiß es echt nicht mehr. Hier kommen wir jetzt nicht mehr durch, weil die Tür kaputt ist. Na komm, immer machen wir es noch. Oh je, wo war jetzt dieser scheiß Raum? Der kann dann eigentlich schon irgendwo im Erdgeschoss gewesen sein. Oh Gott, wie kann man nur so Noob sein? Also, Kartenlesen bin ich eigentlich so gut wie immer schlecht. Also, Kartenlesen an sich kann ich schon, aber ich finde dann trotzdem den Weg nicht mehr. So, das jetzt hier für ein Raum? Ich glaube, wir müssen doch ins Erdgeschoss. Ich bin nicht so sicher. Blöde Klo. Ich muss gerade nicht, danke. Bist du wieder im Klo? Also die Stelle finde ich sehr verwirrend hier mit der Ecke. Das haben sie ein bisschen doof gemacht. Komme ich jetzt hier wieder raus? Ach so, natürlich. Natürlich, natürlich. So. Ich weiß es nicht mehr, wie man da hinkommt. Bitte eher schätze im Keller. Wir gehen einfach mal kurz darunter. Aber vorhin habe ich den Raum gesehen, aber war ich doch niemals im Keller. Nee, das ist doch nicht richtig. Geh mal hier rein. Wo war jetzt dieser beschissene Raum? Ich habe den doch vorhin noch mal kurz gesehen. Ich hatte den vorhin noch mal gesehen, aber wo war er? Da nicht. Den einzelnen Raum hier auch nicht. Die Türen sind alle zu, die kriege ich nicht auf. Das ist ja die reinste Katastrophe.
Hier war doch der Raum mit dem Mastenohr, nicht? Oh Gott, ist das furchtbar. Das ist so schlimm, wenn ich mir das immer nicht merken kann. Ey, das zieht so viel Zeit. Oh Gott, nach langem Suchen habe ich endlich den Raum gefunden. Das ist ja nicht zu fassen. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier der richtige Schlüssel ist. Ich hoffe es. Aber wenn wir Glück haben. Platz haben wir noch, ne? Ja. Müsste das der richtige Schlüssel sein? Nimm mal bitte mit. Ja, das müsste der sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, vielleicht sollte ich mich irgendwann beeilen. Oh Gott, es stimmt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war furchtbar. Ich musste nochmal in eine meiner Folgen reingucken, sonst hätte ich den Raum nicht mehr gefunden. Ich wusste echt nicht mehr, wo der war. So, was jetzt hier? Geht jetzt hier die Tür auf? Hier war doch auch noch eine. Die Helmsymbol. Okay, jetzt aber. Jetzt müssten wir den Rüstungsschlüssel aber jetzt haben. Ja, fantastisch. Gehen wir nochmal die verschlossenen Türen ab. Und dann müssten wir da weiterkommen. Wir müssen jetzt aber mal aufpassen. Ich werde mal kurz die Schrot ausrüsten. In der Hoffnung, ich erwische die so schnell genug. Das ist mich, glaube ich, eine, die man, glaube ich, eigentlich anzünden muss. Weil ich habe jetzt kein, muss das Feuerzeug dann auch noch holen. Kein. Hallo? Können, glaube ich, aber auch geradezu gehen die Treppe runter. Hier. Dann brauchen wir, glaube ich, einen Zombie gar nicht vorbei. Oh, diese Kamerei. Glaube, immer doch erstmal die Waffe wieder. Sparen mal ein bisschen Schrotmunition. Und zwischen Gegner geben, wo wir die noch mehr brauchen. Besiegen Sie diesen Oha. Will zum Beispiel der gehen? Ich habe es sogar geahnt. So schnell wie der gelatscht ist, ey. Oh, habe ich mich gerade eben erschrocken. Uiuiui. So, gucken wir mal. Willst du eine der Türen hier reinkommen? Von der anderen Seite verschlossen. Finde ich eine Frechheit. Wer wagt es, die Tür hinter sich zuzumachen? Juhu! Mal sehen, was hier für ein Raum auf uns wartet. Bin gespannt. Mord und Totschlag wahrscheinlich. In der Ecke des Bildes steht geschrieben: Zur Erinnerung an den Bau des Hauses.
Aha. Hört seine Theke aus Eiche, sie riecht angenehm wie ein guter Wein. Aber da liegt doch noch was. Ah ja. Das nehmen wir auf alle Fälle mit. Ein kostspieliger Flügel. Das war alles? Nee, hier ist rot. Hier muss noch irgendwas sein, aber was? Was habe ich hier wohl übersehen? Ja, weiß ich schon. Oh, diese Kamera macht doch einfach mal richtig hier. Oh, Mädel. Hier hinten ist noch was. Aha. Naja, ihr könnt mich nicht verarschen. Ein Notenblatt mit mir, bitte. Ich gucke mir mal kurz das Notenblatt an. Es trägt den Titel Mondscheinsonate. Ein Teil der Musik fehlt. Nur der Anfang und das Ende der Musik sind übrig. Okay, also müssen wir wahrscheinlich noch was finden. Dann war der Raum doch nicht ganz umsonst. Hier ist noch was. Aber bestimmt, weil wir erst Klavier spielen, bis da passiert bestimmt noch irgendwas, ne? Ja gut, okay, dann ist das halt so. Dann gehen wir hier erstmal wieder raus und gehen mal die anderen Türen ab und öffnen sie. So. Der Typ, den ich eigentlich verbrennen soll, der ist tot. Scheinbar habe ich eine Errungenschaft bekommen. Aber ich sehe gerade, mein Lieben, man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Der Wecker hat nämlich gerade geklingelt und ich würde mal sagen, ich mache eine Pause an der Stelle, speichere hier nochmal ab. Ja, bitte. Und rendere die Folge noch schnell für euch, damit ihr sie pünktlich heute am Freitag, den 14. Juni, bekommt, um 17 Uhr. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch allen noch einen angenehmen Tag, Abend. Abend oder gute Nacht, eher passt besser. Und hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder dabei. Bis dann, wünsche ich euch alles Gute, macht's gut, bis dann, ciao, ciao.